Suchaktion. Pavel stand auf einer Leiter, die an den Strommast gelehnt war. Er trug schwarze Gummistiefel und gelbe Haushaltshandschuhe, die auf Höhe des Handgelenks mit einem roten Blümchenmuster versehen waren. »Bist du noch zu retten, Pavel?« rief ich zu ihm hoch. »Warum? Was ist?« »Diese Handschuhe und die Stiefel werden dir nicht helfen, wenn der Strom kommt. Du wirst gegrillt werden.« »Unsinn«, sagte er, ohne zu mir hinunterzuschauen. Ich machte mir ernsthaft Sorgen. »Hattet ihr Strom, als du eben bei Valodja warst?« fragte er mich. »Ja, hatten wir. Wir haben Musik gehört.« »Musik?« fragte er erstaunt. »Ja, Musik. Ist das so ungewöhnlich, wenn zwei Musiker Musik hören?« »Nein, überhaupt nicht. Ich wusste nur nicht, dass Valodja ein Radio hat.« »Hat er auch nicht. Er hat ein Tonbandgerät.« »Der Mann schwelgt im Luxus und ich muss hier die Arbeit machen. Aber offensichtlich machst du sie gut. Ich gebe mir Mühe. Da hinten kommen Michail Petrovic und Raisa. Schau!« Ich sah den Weg hinunter, der zur Mitte des Dorfes führte. Von dort kamen ein alter Mann und eine Frau, der außerdem noch zwei Ziegen folgten. »Pavel, gib um Himmels Willen Acht, dass dir nichts passiert. Wir brauchen dich noch!« rief Raisa. »Ja, richtig. Wir brauchen dich noch«, stimmte Michail ihr zu. Ich begrüßte die beiden und stellte mich ihnen vor. Michail musterte mich mit zusammengekniffenen Augen von oben bis unten. »Du trägst schöne Kleidung. Die war sicher teuer, oder?« »Michail Petrovic, reiß dich zusammen. So etwas fragt man nicht. Und schon gar nicht, wenn man die Person nicht kennt«, fuhr ihn Raisa an. »Wieso? Ich kann doch fragen, wenn es mich interessiert. Wir leben schließlich neuerdings in einem freien Land, in dem jeder sagen darf, was er will.« »Angeblich«, fügte sie hinzu. »Angeblich«, wiederholte er zustimmend. »Trotzdem, das ist unhöflich.« »Lassen Sie nur, Raisa«, sagte ich. »Ich finde die Frage nicht unhöflich. Es ist doch nichts dabei.« »Siehst du«, sagte Michail, und Raisa sah ihn trotzig an. »Ich weiß, wie man mit den Deutschen umgeht. Lass mich nur machen.« »Dass ich nicht lache. Du weißt, wie man mit den Deutschen umgeht? Du hast doch seit dem Krieg keinen Deutschen mehr gesehen. Und damals hast du nur auf sie geschossen. Woher willst du also wissen, wie man mit ihnen umgeht?« »Ich weiß es eben. Ich habe mal ein Buch über sie gelesen.« »Du kannst lesen. Selbstverständlich kann ich lesen. Oder dachtest du, ich habe nichts gelernt, außer mit dem Traktor zu fahren?« »Ja, das dachte ich«, sagte Raisa und zwinkerte mir zu. »Da hast du dich aber gewaltig geirrt. Ich habe tatsächlich mal ein Buch über die Deutschen gelesen und darin stand, dass sie besonderen Wert auf gepflegte Kleidung legen.« »Tun sie das?« fragte Raisa gelangweilt. »Natürlich tun sie das. Du siehst es doch hier vor dir. Er kommt aus Deutschland und er trägt gepflegte Kleidung. Also, hast du noch irgendwelche Fragen?« »Nein, Michail Petrovic, ich habe keine Fragen mehr. Mach doch einfach, was du für richtig hältst. Aber wenn du Pavels Gast beleidigst, dann ist das dein Problem, nicht meins.« »Er hat mich wirklich nicht beleidigt, Raisa. Es ist schon in Ordnung«, schaltete ich mich erneut ein. »Da hast du's«, sagte Michail und sah Raisa triumphierend an. Die winkte ab. Ich schaute mich um, weil ich mich fragte, wo Lady wohl steckte. Ich hatte sie nicht gesehen, seit ich heute Morgen Pavels Datscha verlassen hatte. »Sag mal, Pavel, wo ist eigentlich Lady?« »Die liegt da hinten im Gras und sonnt sich.« »Wo?« »Na, da hinten.« Er deutete auf eine Stelle rechts vom Strommast. »Da ist sie aber nicht.« »Selbstverständlich ist sie da. Ich habe sie doch gesehen, als ich auf der Leiter stand.« »Ja, aber jetzt ist sie dort nicht mehr.« Wir schauten zu der Stelle hinüber, aber es war weit und breit keine Lady zu sehen. »Seltsam«, sagte Pavel. »Ruf sie mal. Sie ist vermutlich irgendwo dort hinten im hohen Gras und jagt Kaninchen.« »Lady«, rief ich. Nichts. »Lady«, nichts. Pavel pfiff laut auf den Fingern, doch es kam keinerlei Reaktion. »Vielleicht ist sie auch einfach schon nach Hause gegangen und vergnügt sich mit meinen armen Hühnern«, vermutete er. »Das kann sein. Lass uns heimgehen. Dort werden wir sie sicher finden.« Als wir an Pavels Datscha ankamen, fanden wir dort keine Lady. Die Hühner waren entspannt und tummelten sich in einer Ecke des Innenhofes. Pavel und ich sahen uns kurz an und uns beiden war klar, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. »Scheiße, Pavel, wo kann sie nur sein?« Ich war beunruhigt. »Mach dir keine Gedanken«, sagte Pavel. »Sie kann ja nicht weit sein. Ich habe sie schließlich vor 20 Minuten noch gesehen. Vielleicht hier oder dort. Vielleicht hat sie auch Bekanntschaft mit einem Bären gemacht und es hat Ärger gegeben.« »Nein, nein, Robert. Es gibt hier in der Gegend zwar reichlich Bären, aber die sind alle tief im Wald. Bis an das Dorf trauen sie sich nicht heran. Und ich glaube nicht, dass Lady in den Wald gelaufen ist. Was soll sie auch dort? Etwa Pilze sammeln?« Die Zeit verstrich, während wir drinnen saßen und warteten. Ich bemerkte, dass selbst Pavel inzwischen besorgt aussah.
Es waren 2 Stunden vergangen und wir beschlossen, uns auf die Suche zu machen. Pavel würde den westlichen Teil des Dorfes absuchen, bis zu Silvia hinunter. Ich sollte mich um den östlichen kümmern. Wir müssen sie unbedingt wiederfinden, Pavel. Ich würde es mir meinen Lebtag nicht verzeihen, wenn ihr etwas zugestoßen sein sollte. Jetzt wollen wir mal nicht gleich das Schlimmste vermuten. Suchen wir erst mal. Wir treffen uns dann später wieder hier, okay? Bis später. Ich lief kreuz und quer durchs Dorf und ließ keinen noch so kleinen Weg oder Trampelpfad aus. Immer wieder rief ich nach ihr, doch es rührte sich absolut nichts. Keine Lady, kein Gebell, nichts. Schließlich beschloss ich, an ein paar Türen zu klopfen und zu fragen, ob jemand die verloren gegangene Lady gesehen habe. Ich fragte Irina und Fedja, den alten Michail Petrovich und Raisa, doch niemand konnte mir weiterhelfen. Es war nun schon fast dunkel und ich beschloss, mich auf den Heimweg zu machen. Ich hoffte, dass Pavel erfolgreich gewesen war. Als ich die Tür zum Hof öffnete, erwartete er mich bereits. Er saß auf der kleinen Veranda und rauchte eine Zigarette. »Und?« fragte er. »Nichts.« »Scheiße, verdammte.« Er nahm noch einen tiefen Zug, warf dann seine Zigarette zu Boden und trat sie aus. »Was machen wir denn jetzt?« fragte ich ihn. »Heute können wir nichts mehr machen. Es ist ja schon dunkel. Wir müssen bis morgen früh aushalten und uns dann nochmal auf die Suche machen.« »Aber wir können doch nicht einfach rumsitzen und nichts tun.« »Doch, Robert. Das ist im Moment das Einzige, was wir tun können.« In jener Nacht machte ich kaum ein Auge zu. Als ich zum letzten Mal auf die Uhr sah, war es 4 Uhr in der Früh gewesen. Schließlich muss ich dann doch wohl eingeschlafen sein. Pavel war es, der mich weckte. Er rüttelte an meiner Schulter. »Robert, aufstehen! Wir müssen suchen gehen«, sagte er leise. In der Nacht hatte sich nichts Neues ergeben. Wir traten in den Innenhof hinaus. Die Sonne war gerade aufgegangen und blendete mich. Meine müden Augen blinzelten in das grelle Licht. Pavel ging hinüber zum Schuppen und kam einen Moment später wieder heraus. Er hielt ein altes Fernglas in der Hand. In diesem Augenblick öffnete sich die Hoftür und ein Mann trat hinein. »Kolja«, sagte Pavel, »so früh schon unterwegs? Was führt dich zu mir?« »Guten Morgen, ihr zwei.« Pavel machte Kolja und mich bekannt. »Pavel, du hast doch einen Hund, oder?« »Ja. Weißt du etwas? Hast du sie irgendwo gesehen?« »Ich bin mir nicht sicher. Komm doch bitte einmal mit. Ich habe da eine Entdeckung gemacht.« Mit schnellen Schritten gingen wir durchs Dorf und kamen ungefähr nach 10 Minuten zu Koljas Haus. »Pavel, kannst du dich noch erinnern, dass wir im letzten Jahr meinen Vorratskeller gebaut haben? Dort hinten, neben dem Haus?« fragte Kolja. »Natürlich kann ich mich daran erinnern. Ich habe dir doch dabei geholfen.« »Richtig.« »Heute Morgen ging Sveta, meine Frau, hinaus zu dem Vorratskeller. Nun ja, sie muss wohl gestern vergessen haben, die Klappe zu schließen, sodass der Keller die ganze Nacht offen stand. Sie hat sich nichts weiter dabei gedacht und stieg die Leiter hinab, um etwas Käse herauszuholen. Ich saß gerade am Tisch und trank Tee, als sie kreischend ins Haus gelaufen kam und sagte, dass wir einen Wolf im Keller hätten.« »Ein Wolf?« sagte Pavel erstaunt. »Ich habe zu ihr gesagt, sie soll sich nicht lächerlich machen. Die Wölfe kämen nie so nah an Häuser und erst recht nicht im Frühjahr.« Sie wollte das alles nicht hören und bestand darauf, dass da nun ein Wolf in unserem Vorratskeller sitzt, der ihr um ein Haar ein Bein abgebissen hätte. Ich ging also hinaus, um mir selbst ein Bild zu machen. Ich öffnete die Klappe, sah hinunter und tatsächlich sah ich im Halbdunkel 2 Augen funkeln. Vorsichtshalber habe ich die Klappe wieder geschlossen, dann fiel mir aber dein Hund ein. Schau doch bitte mal nach.« Wir gingen ein Stück um das Haus herum und kamen zu der Luke mit der hölzernen Klappe, die den Einstieg zum Vorratskeller verschloss. Pavel öffnete sie langsam. Die Sonnenstrahlen erhellten das finstere Kellerloch, sodass wir bis ganz nach unten sehen konnten. Es war höchstens 1,80 Meter bis zum Boden. Eine kleine Leiter war an die Wand gelehnt. Am Fuße dieser Leiter saß müde und ängstlich dreinschauend Lady und blinzelte uns entgegen. »Ladinka, meine Kleine, was machst du denn für Sachen?« Sie musste gestern, während Pavel am Strommast bastelte und ich bei Valodja war, losgezogen sein, um das Dorf zu erkunden, vermutlich angelockt von den köstlichen Gerüchen aus Koljas Keller. Allem Anschein nach hatte sie sich ein Stück weit über die Öffnung gewagt, war abgerutscht und hineingefallen. Pavel stieg die Leiter hinunter und wurde unten von einer überglücklichen Lady begrüßt. Er hob sie hoch und reichte sie mir. »Kolja!« »Robert«, rief Pavel von unten zu uns hoch. »Ja, was ist denn?« »Kommt doch mal zu mir herunter, das müsst ihr euch ansehen.« Wir stiegen die Leiter hinab. Zuerst ich, dann kam Kolja. »Donnerwetter«, sagte der, als er unten ankam.
Wir standen mit eingezogenen Köpfen in dem engen Keller und schauten uns an. Die niedrigen Regale in dem Vorratsraum waren unangetastet. Dort lagen Käse, ein paar Brote, einige Würste. Außerdem standen auch noch ein paar Töpfe herum, in denen ebenfalls Lebensmittel gelagert waren. In einer Ecke lagen zwei große Säcke, in dem einen waren Kartoffeln, in dem anderen Kohlköpfe. »Sie hat nichts angerührt«, sagte Pavel und schaute uns erstaunt an. »Noch nicht einmal die Würste hat sie sich geschnappt«, sagte Kolja schulterzuckend. »Sie hatte halt Angst. Da vergeht einem schon mal der Appetit. Außerdem ist sie wohl erzogen«, gab ich zu bedenken. »Ich sag dir was«, meinte Kolja. »Die deutschen Hunde mögen ja durchaus wohlerzogen sein, aber ich glaube, sie sind ziemlich dumm. Ein russischer Hund hätte sich bei der Gelegenheit wenigstens satt gefressen und sei seine Lage auch noch so misslich.« Wir schauten nach oben zur Luke, an deren Rand wir Ladys Kopf vor einem strahlend blauen Frühlingshimmel sehen konnten. Sie schaute zu uns hinunter, und es sah so aus, als ob sie sich Gedanken darüber machte, was sie zu unserer Rettung unternehmen könnte.